Spaniens Ministerpräsident Rajoy hatte einen ganzen Rucksack Probleme mit nach Berlin gebracht. Die Korruptionsaffäre um seine Person in der Heimat, Eurokrise und die hohe Arbeitslosigkeit in Spanien, gerade unter Jugendlichen. Militärische Ehren am Mittag im Kanzleramt. Für Berlin ist klar, der spanische Reformkurs muss unterstützt werden. Die Kanzlerin, sie steht demonstrativ an der Seite des Spaniers, trotz aller Schwierigkeiten. Wir haben ein ganz vertrauensvolles Verhältnis. Ich habe den Eindruck, dass in Spanien die gesamte Regierung einschließlich des Ministerpräsidenten an der Arbeit oder dafür arbeitet, dass die Arbeitslosigkeit zurückgeht, dass die Strukturreformen wirken, dass Spanien wieder zu der Stärke findet, die dem Land angemessen ist. Die gemeinsame Währung, der Euro, brauche mehr Gemeinsamkeit in der Wirtschaftspolitik, mehr Solidarität. Das ist das Ergebnis der deutsch-spanischen Konsultationen im Kanzleramt. Hochachtung in Berlin vor den Anstrengungen Madrids. Ich habe gesagt, dass die Strukturreformen wichtig und unabänderlich sind, dass es aber eine ganze Zeit immer dauert, das wissen wir auch aus Deutschland, bis solche Strukturreformen wirken, auch auf dem Arbeitsmarkt. Beide Regierungschefs sind sich einig, auch Deutschland müsse seinen Beitrag zum Wachstum in Europa leisten. Dazu heißt es aus dem Kanzleramt, ja, man spare so, dass genau dafür mehr Raum bleibt.